Ein lautes Hallo, Fabi Drosselli, der Pokémon-Hauptstadt der harten Musik, und ich begrüße euch zu der Teamvorschau für den allerletzten Spieltag der PBA Season 4. Es geht dann gegen Maxi tatsächlich, der, soweit ich weiß, ich habe in die Tabelle geschaut, diesen Kampf gewinnen muss, weil wenn er den gewinnt, hat er die Liga gewonnen. Und dementsprechend geht es für ihn um sehr viel, für uns eher so um... Sind wir, also wir können nicht weiter runter als Sechster, weil wir haben 2 Siege Vorsprung. Ne? Ja, ne? Doch, wir haben 3 Siege. Wir sollten 3 Siege haben und Barry hat einen. Das heißt, wir können weder Siebter noch Achter werden. Das heißt, Sechster, Fünfter und vielleicht noch Vierter ist drin, aber mehr nicht. Und das ist irgendwie, ja, ist eigentlich egal für uns. Aber, weil wir natürlich Sportsgeist haben, ist ja klar... gehen wir natürlich das Bestmögliche raus an einem Teambuilding und einer spielerischen Leistung, die wir geben können. Das ist ein ganz komischer Satz, aber ich glaube, er gibt schon Sinn. Jedenfalls haben wir sehr serious gebaut, auf jeden Fall, weil wir wollen ja fair bleiben. Und ja, wie gesagt, hier ist unser Sechser. Man sieht auch schon, das sind wieder sehr ähnliche Pokémon hier. Und zwar haben wir fast dasselbe mit wie letzte Woche, nur mit dem Unterschied, dass das ein Voll-KP, Voll-Spezialangriff-mäßiges Megalatus ist. Wir haben gar kein Speed-Investment. Wir würden mit Volvox Speed teilen. Das Einzige nur daran ist, dass er auch Tiefschlag kann oder Schwertkanz Tiefschlag halt kann und dementsprechend die Fittifitti so ein bisschen umgehen kann. Noch dazu hat er dann sowas wie Coco, Alolas Nobilikat, die mich sowieso überholen. Und wenn ich Voll-KP spiele, kann ich einen Zauberschein leben, lebe ich einen Abschlag bis zum geht nicht mehr. Und auch ein Abschlag von einem Gazariyama, da komme ich auch nochmal einmal rein. Und das finde ich dann irgendwie doch ein bisschen besser, als da sehr viel Speed zu spielen. Deswegen haben wir den so gespielt, wie er ist. Zumal wir dann auch relativ gut noch im Mega-Bisa-Flow zusätzlich reinkommen können und dann nicht allzu viel Chip fressen, also schon gut Chip fressen, aber nicht allzu viel Chip fressen müssen. Wir da immer eine Genesung auf den Switch-Out kriegen und dann halt von allem eigentlich was leben. Und deswegen spielen wir auch Psychokinese, Surfer, Toxin, Ruhrort. Psychokinese trifft eigentlich alles, außer Alolas Nobilikat und Mega Bisaflor. Für Mega Bisaflor haben wir Psychokinese und für Alolas Nobilikat haben wir den Toxin. Surfer spielen wir in erster Linie wegen Stalos, weil der könnte auch genauso gut mitkommen. Und da eine Attacke zu haben, mit dem wir ja, ihn sehr effektiv treffen können, wäre schon ganz gut. Weil wenn er spezialdefensiv mitkommt, dann ist Dracometeor oder Psychokinese auch nicht wirklich die Option. Da dachte ich mir, ja, Surfer ist auf jeden Fall ganz cool. Und alles andere können wir vergiften. Da wollen auch eigentlich, also alles mögliche zu vergiften wäre natürlich cool. Ja, jetzt geht halt, wie gesagt, in Vergiftung reinkommen, sind Stalos, Hariyama mit Guts, also mit Adrenalin und Mega Bisaflor. Aber die, für die haben wir halt jeweils einen Move, das heißt, damit decken wir eigentlich sehr viel ab und das ist halt ganz cool hier an der Stelle. Dann als nächstes haben wir Walband Terrakium. Ja, ohne Nahkampf, ihr seht das richtig. Ich wollte lieber das Erdbeben haben für Coco, wenn ich ehrlich bin. Da scheiß ich in Anführungsstrichen ein bisschen auf Alolas Nobilikat und ein bisschen auf Stalos. Gegen Stalos können wir noch Erdbeben drücken, im Zweifelsfall. Ja, und gegen Alolas Nobilikat drücken wir halt einfach die Steinkante, ne? Weil er kann uns im 1 gegen 1 sowieso nicht so viel anhaben. Außer, dass er da Parting Shot drückt und selbst da kann er mit dem Nahkampf raus. Wenn er mit dem Nahkampf predicted, drücken wir halt einfach die Edge, dann müssen wir halt nichts machen und dann, ja. Wir haben Ruckzuckieb drauf. Warum? Ich habe ein bisschen Angst vor Coco. Ich habe da irgendwie Lust gehabt, noch eine Prio zu haben. Können da so 25% circa drauf machen. Sagen wir jetzt mal, da kommt nach Tarnstein und ein bisschen Chip halt immer wieder rein. Ne? Dann ist ja irgendwann ein Range in Ruckzuckieb. Wäre schon ganz vom Vorteil. Auch für Volvorok wäre das ganz schön gut vom Vorteil, dann Ruckzuckieb nochmal zu haben, wenn ich ehrlich bin. Weil kann ja sein, dass wir da ein bisschen Chip drauf bekommen müssen. Kann ja sein, dass er irgendwie auf ganz niedrige KP ist und irgendwas überlebt hat. Was weiß ich, weswegen. Und da wäre es halt wirklich ganz cool, da irgendwie eine Priorität zu haben. Ja, doch, da dachte ich mir Ruckzuckieb. Kann ganz cool sein. Und ja, ansonsten haben wir Zen-Kopfstoß für Mega Bisaflor. Wenn er nicht gerade physisch defensiv ist, können wir den mit 2 rausnehmen. Also ein bisschen die Sache nach Tarnstein vor allem. Oder wenn er nicht zu viel physisch defensives Investment hat, können wir den da rausnehmen. Ansonsten machen wir dem sehr viel Chip. Vielleicht können wir mal auf eine Predict drinbleiben und einfach ein bisschen Chip draufhauen. Kann man alles machen. Dachte mir nur, ich will den nicht zu früh reinkommen lassen, weil wenn er physisch defensiv ist, frisst er von der Steinkante auch nicht sonderlich viel. Und da ist schon sein Kopfschuss ein bisschen besser. Dann als nächstes, und da spekuliere ich echt damit, dass er nicht unbedingt Oricorio, also Choreogon mitnimmt.
gegen mich. Ich glaube, da braucht er schon mehr, weil mein Team ist offensiv und defensiv so eklig, dass es schon gut und gerne sein kann, dass er da den eben zu Hause lässt, weil er den Platz nicht hat. Stalos müssen wir mal schauen. Wenn er irgendwie Brüller, Stalos ist ein bisschen tricky für uns, aber hey, da müssen wir halt ein bisschen drum rumspielen, vielleicht ein bisschen Chip draufhauen und dann geht das schon. Aber ja, ansonsten ist dieses Speckschicht Relaxo ganz cool. Außerdem kommt es eigentlich in Bisaflor, in Kyurem ganz gut rein, kann gegen Coco ganz gut dastehen und auch gegen Primarena. Also die speziellen Mons sind halt schon bisschen schwieriger besetzt gegen ihn. Und die Füße offensiven, ja, da müssen wir einfach ein paar Mal Fluch rauskriegen und dann geht das schon. Volvo kann ja noch keinen Nahkampf und das Einzige, was wirklich Füße offensiv so richtig gefällig wird, ist halt natürlich Ariama. Wir haben Überreste und Erholung, Schlafrede. Ja. Und natürlich mit Rückkehr wollen wir auch so viel Schaden wie möglich raushauen. Also ganz geiles Set, wenn Stalos und Oricorio nicht dabei sind. Weil wir können uns gegen so vieles wieder setupen, das halt ganz cool ist. Und ja, das ist das Relaxo-Set. Als nächstes haben wir Walschall, Hochmut, Crook. Weil ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn wir da genug Chip vielleicht auf Bisaflor haben, Juxi tot ist, weil der ist jetzt auch nicht so das langlebigste Pokémon. Können wir mit Erdbeben sogar durchgehen. Als potenziell. Ne? Und wenn wir da vielleicht genug Chip auf allem haben, nach Tarnstein und nach ein paar Angriffen, nach Toxin und sowas, dann kann der halt wirklich, wie gesagt, mit Hochmut Erdbeben da schon gut und gerne mal durchgehen. Bisaflor ist halt wirklich kritisch. Aber ja, wie gesagt, ansonsten sieht es eigentlich ganz cool aus mit dem Abschlag. Knirscher haben wir und Steinkante ist halt in erster Linie, falls die Kyurem im 1 gegen 1 da, ja, falls er nicht Fullspeed Walschall ist, dass wir da den auf jeden Fall mit einer Steinkante auch rausnehmen können. Und ja, das ist die Sache. Dann, ich will Safe Rocks draußen haben, weil Kyurem ist schon nervig. Rocks gegen Coco ist cool, gegen Mega Bisaflor ist cool. Damit, wenn er ein bisschen physisch defensives Investment hat, dass da auch Terrakium mit zwei Zenhead-Butts den Switchen töten kann. Kann Fokus-Code eventuell von Volvo brechen, falls er es irgendwie spielen sollte, was ich halt nicht glaube. Sturdy brechen von, also Robustheit brechen von Stalos ist cool. Ja, gegen vieles halt. Deswegen spielen wir Tarnsteine mit Mentalkraut. Weil wir wollen nicht von Alolas und Bilikat verhöhnt werden, das könnte ich mir nämlich vorstellen. Ja, ein bisschen Speed-Investment. Falls er auf Juxi keins spielt, sind wir schneller als Juxi. Und Amigento, falls er irgendwie voll defensiv ist, Amigento, das ist klar, weil die haben beide selber den Speed. Und Kyurem auch, falls er gar kein Speed auf Kyurem spielt. Können wir Verhöhner spielen? Dann verhindert das Rocks, Defog, Abgangstriade und was weiß ich. Und das ist halt schon ziemlich cool. Also das ist ein bisschen Spekulation. Und falls er irgendwie Sub-Primarena spielt, ist das auch cool. Falls er irgendwie mit Mega Bisaflor da auch komplett viel defensiv ist, können wir da verhöhnen gegen Lizzie, falls sie immer. Predict, falls wir die mal gesehen haben, auf den Relaxo-Switchen oder auf den Megalatios-Switchen, dann können wir das nächste Mal halt einfach mit Panzerion schon drinbleiben, Verhöhner drücken, dann kann er uns nicht leechen, dann können wir den Relaxo und kriegen safe ein Setup raus. Vor allem, wenn er wirklich kein Stalos sein sollte, was ich nicht glaube, weil ich glaube schon, dass Stalos da mitkommen sollte. Obwohl, wenn ich mir so mein 6er ansehe, nicht unbedingt, aber hey, geht so. Übrigens auch deswegen Verhöhner, typisch, um Stalos zu verhöhnen, ne? Hat man auch mit Chadrago gespielt, damals im NU. Also warum dann auch nie mit Panzerero und der schneller ist, ne? Ja, Verhöhner könnte mir sehr viel bringen. Da bin ich mal gespannt. Das letzte ist natürlich meine Antwort gegen Coco so ein bisschen. Wir haben Voltabsorber, Toxin, Donnerwelle, falls Mega Bisaflor reinkommt. Können wir da erst recht Verhöhner mit Panzerero drücken, was ganz cool ist. Und ich will ja nichts sagen, aber Donnerwelle, sein Headbutt Flinch ist auch so eine Sache gegen Mega Bisaflor. Ich hoffe, es kommt nicht so weit, weil eigentlich will ich darauf nicht relyen, aber es könnte sein, dass wir in so eine Situation kommen. Aber hey, wir haben genug Spezialangriff, um den Sub von Coco zu brechen, falls er irgendwie sowas spielen sollte. Ansonsten, Voltwechsel ist ganz cool gegen alles eigentlich, weil da können wir immer gegen Mega Bisaflor Volt wechseln. Wie gesagt, Donnerwelle gegen Mega Bisaflor, falls wir es einmal haben wollen. Und beim Rest halt Toxin einfach, weil wir wollen sowas wie Juxi schon vergiften, Alolas und Bilikat schon vergiften. Und die Gaufebeere ist halt da, damit wir gegen Coco ein bisschen langlebiger unterwegs sind und da halt auch mal ein bisschen im Siedewasser halt auch Grundschaden machen können. Was halt ganz cool ist, weil dann kann Relaxo eventuell auch ohne Setup mit Rückkehr das Ding töten. Und das war halt ganz cool. Ja, das ist das Team. Kommen wir nun zum Kampf.
Ein lautstarkes Hallo aus Rapid Rosé, der Pokémon-Hauptstadt der harten Musik. Ich hab's richtig betont, damit man auch merkt, wie wichtig es mir ist, dass ihr versteht, was ich sage. So, letzter Spieltag PBA für uns. Wir können auf 4-3 gehen. Wir können, glaube ich, also wegen differenztechnischen Gründen können wir nicht mehr gewinnen, auf jeden Fall. Ne, Max, wobei, wir können generell nicht gewinnen. Maxi steht, hat nur einen Lose, wir haben drei, also, nee, vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich kann nicht mehr gewinnen, aber wir können es in die Mitte katapultieren. Und für Maxi ist es so, wenn er das gewinnt, hat er, glaube ich, die Liga gewonnen. Also, so wie ich die Tabelle jetzt zuletzt im Kopf hatte zumindest, müsste er der Einzige sein, der nur einen Lose hat. Das heißt, ihm ist dieser Sieg schon sehr, sehr wichtig. Für uns, wir können nicht mehr weiter rutschen als Sechster, also Siebter und Achter können wir gar nicht mehr werden. Das heißt, wir können uns so ein bisschen in der Mitte, ein bisschen schöner, ein bisschen mehr mittig hoch oben positionieren. Ja, mattert halt nicht so viel. Aber wir haben trotzdem das Bestmögliche rausgehauen, tatsächlich. Weil, naja, ist natürlich alles dann dementsprechend fair, weil Sportsmanship und so. Man muss natürlich alles geben. Dann auch am letzten Spieltag, wenn es für uns um nichts mehr geht, geht es für die anderen was. Deswegen muss man natürlich das Beste rausholen. Deswegen haben wir jetzt auch keine Meme-Sets oder so rausgebracht. Und ja, deswegen, es geht jetzt gegen Maxi, wie gesagt, das Team ist in der Videobeschreibung. Ansonsten habe ich ein bisschen ausführlich, eigentlich kein ausführliches, so ein bisschen das Team vorgestellt. Also, ja, und ich denke, sofern das sich in den nächsten Sekunden gleich hier zum Team-Preview übergeht, skippen wir das Ganze jetzt hier. Und damit sind wir in der Team-Preview. Was? Er hat keinen, okay, er hat tatsächlich keinen Alola Snobilica dabei. Wozu dann mein Mantel hören? Ich hätte dann doch lieber den Boilhelm gehabt. Ja, schade, Mann. Aber womit wird er denn liegen? So relativ obvious wird ja eher unser Panzeron sein, ne? Gleichzeitig kriegen wir einen Safe Volt Switch raus. Unser relativ defensives Pablo sieht eigentlich ganz cool aus. Gar, Alter, wenn ich Juxi weg habe, ist eigentlich perfekt, oder? Boah, er könnte halt mit Juxi lean eben wegen Surfer, könnte aber auch mit Coco lean wegen Surfer und U-Turn. Deswegen, ich will ihm, glaube ich, eher weniger das Momentum direkt geben. Ich will lieber einen Free Volt Switch haben. Das ist so die entscheidende Sache. Das ist okay. Können mit Seraphah, sollten wir auch relativ healthy halten, ne? Für den Fall, dass wir den halt in Hariyama reinwerfen müssen. Boilhelm wäre jetzt natürlich cooler gewesen, ne? Was willst du machen? Was willst du eigentlich machen? Das ist die Sache. Aber wir müssen uns Panzeron auf jeden Fall ein bisschen aufsparen. Doten auch. Also, Moxie EQ könnte halt echt cool sein, ne? Wir dienen aber erstmal mit Landturm. Also, gucken wir mal. Ist auch die Frage, ob wir uns die Aguavbeere überhaupt abschlagen lassen möchten, ne? So. Er liegt mit Smitty. Smitty ist sein. Okay. Megavino habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt nicht. Eigentlich hätte ich sogar mit Dings liegen können, ne? Ist die Frage, in was gehen wir? Aber ist schon logisch. Gehen wir, also eigentlich ist Snorlax immer so ein bisschen die Idee dahinter, da reinzugehen, ne? Weil er macht uns halt Jack. Return ist relativ free. Oh, kann sein, dass ich die Freundschaft nicht maximiert bekommen habe. Oh, oder habe ich sie maximiert? Ich weiß nicht. Das ist jetzt ein bisschen doof, du, ne? Dass wir das jetzt nicht wissen. Aber ich erinnere mich, als ich das mit Amidefl am ersten Spieltag getestet hatte, war die Rückkehr maximiert. Könnte jetzt natürlich ein Schuss in den Ofen gewesen sein. So, übrigens 18 Uhr und ich trinke Kaffee. Ja, ich bin mal gespannt. Kraftritt. Was hat er erwartet? Panzeron? Wahrscheinlich. Ist jetzt die Frage, ne? Was passiert denn, wenn ich jetzt auf den Fluch gehe? Ich guck mal, was passiert, wenn ich auf den Fluch gehe. Weil, er hat ehrlich Panzeron erwartet. Warte mal, wie viel macht er uns denn? Weil Lex ist halt so ein bisschen, ne, ist gleichzeitig Switchen, aber auch Setup, ne? Skarm ist mir zu wichtig, deswegen habe ich den jetzt auch nicht reingeworfen. Ja, kassiert. Der muss ein bisschen offensiver wahrscheinlich sein. Der
Ja, das Problem ist halt, ich weiß halt jetzt nicht, ne? Ah, als ich das damals gegen Vince getestet habe, musste ich da was ändern oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Kann sein, dass es mitgegent ist oder nicht. Ich hoffe einfach mal. Er geht raus, okay. Wenn in Hariyama geht, Samoa Joe. Hariyama. Ist ein bisschen früh fürs Setup. Ich weiß, ne? Und auf plus 1 Def. Der ist nicht Guts. Es ist jetzt die Frage, ne? Es ist halt so unser Switch-In. Ich glaube, der wird aber Knockoff drücken, wenn ich ehrlich bin. Das gibt mir die Möglichkeit, mit der AFA auf jeden Fall die Rocks rauszukriegen. Und ich finde das eigentlich ganz gut sogar. Ich finde das sogar eigentlich ganz gut. Weil der wird jetzt Abschlag drücken, denke ich. Der will meine Überreste loswerden. Moglieb. Okay, das ist sogar perfekt eigentlich. Interessant, aber... Also ich werde auf jeden Fall die Tarnsteine legen, egal ob Coco reinkommt oder nicht. Weil, es, wie wir schon gesehen haben, es wird so viel rumgeswitcht. Okay. Der will, Ja, ist egal. Mentalkraut. Er will Chip auf dem haben. Er will Chip auf dem haben. Drücke ich jetzt Sturzlug oder drücke ich jetzt Ruhrort? Ich glaube, Ruhrort ist schon der Play. Okay, er bleibt drin. Warum? Die große Frage. Warum? Okay. Ja, okay, das macht ordentlich. Ordentlich Schaden. Natürlich, natürlich. Aber hätte nicht gedacht, dass er jetzt schon predicted. Jetzt die Frage, will ich jetzt schon? Ja, komm, warum nicht? Ah, jetzt geht er raus. Schade, Mann. Aber wir kriegen auf jeden Fall Chip auf dem. Ja, gegen Hariyama kriegen wir halt... Der ist doch normal, ne? Jetzt ist die Frage. Der ist ja schon sehr low, ne? Und ich möchte eigentlich, der wird mich ja wahrscheinlich eher attackieren. Jetzt ist natürlich die Frage, mit was wird er mich attackieren? Ist er dann eher speziell? Weil wenn er in den geht, ist er denn speziell, ist die Frage. Und will er U-Turn? Weil U-Turn muss nicht unbedingt reichen. Das ist so ein bisschen die Sache. Es ist deswegen der Play in El Brujo zu gehen. Aber El Brujo ist auch so gut noch, ne? Aber gegen wen kriege ich einen Roost raus, ist die Frage. Rocks habe ich ja schon draußen. Der könnte jetzt defoggen. Ich werde wahrscheinlich auf den Defog roosten. Oder Rocks legen. Nee, ich rooste auf den potenziellen Defog. Wir sind schneller! What? Get out of here. Der Speed Invest hat sich ja gelohnt. Der hat sich ja gelohnt. Der hat sich ja gelohnt, Alter. Momentchen mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Der ist Leftovers, ja, okay. Das Speed Invest hat sich echt gelohnt. Okay, warte mal. Ich klicke noch einmal Ruheort, ja? Danach Tarnsteine und dann Verhöhner. Weil, ist die Sache. Wer ist der denn hier, der gute? Silvelli. Ja, machen wir von mir aus Scarf, I don't care, wir machen... Wieso sind die eigentlich alle im Standard kalt physisch? Mach doch mal speziell. Okay, das ist das falsche Mon. Wir gehen Teammeat. Der ist aber nicht, der hat nicht maximalen Spezialangriffsinvestment, das kannst du mir nicht erzählen. Ja, selbst wenn, ist nicht schlimm. Frage ist, was macht er jetzt? Ich will mal ein bisschen rumscouten, weil ich lebe alles von dem Flammenwurf. Okay. Flammenwurf auflockern. Wir sind relativ healthy jetzt. Ich glaube, ich gehe in El Brujo. Ja.
Will ich jetzt schon resten, ganz ehrlich. Bisschen doof jetzt. Flammenwurfburn, Alter. In welcher Welt, bitte? Ja. Das Problem ist, der könnte halt jetzt auch Kehrtwende oder Auflockern drücken. Also, nee, ich meine Kehrtwende drücken und muss nicht unbedingt. Wir scouten mal, ob er die Kehrtwende überhaupt drauf hat. Abgangstriade, okay. Gut, dann wissen wir das jetzt. Dann wäre es auf jeden Fall nicht der Play gewesen, in Dings zu gehen. Frage ist aber, in was gehe ich denn? Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass eben Hariyama defensiver Natur ist und halt kein Guts, wäre es tatsächlich sogar der Play, in Latios zu gehen, weil wir sind voll KP. Ne? Ja, wir müssen jetzt schon resten. Ist ein bisschen schade. Ist ein bisschen schade. Nee, eigentlich ist es schon der Play, dann in Pablo zu gehen, weil wir sind voll KP und der ist halt kein Guts Hariyama. Also selbst der Abschlag wird uns halt nicht sonderlich viel machen, ne? Überhaupt nicht. Das ist okay. Der hat ja kein Stahl-Pokémon per se. Das heißt, wir können theoretisch... Also er hat Vino, aber der wird das nicht auf eine Psyche rein haben. Wir können Megan und Toxin drücken. Weil jetzt eigentlich Juxi reinkommen muss. Und der ist halt wichtig. Wenn wir den weg haben, haben wir potenziell eine gute Chance, da mit einem Wahlschall Erdbeben zu punkten. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass der Switchen ist. Also bitte, Latios, bitte jetzt, ach nö, ich hab schon gedacht, nee, gar keinen Bock. Ja, mit! Komm, okay, nee. Okay, perfekt. Den Vergiftet zu bekommen ist perfekt. Jetzt haben wir auch bessere Stats, das heißt, wir kommen auch besser in den Nahkampf rein und können einmal roosten danach, ne? Wir können zu Arpa. Wir können Rocks legen. Wir legen jetzt auch die Rocks. Wir legen jetzt auch die Rocks. Die Frage, will er die wegdefogen? Wenn Silvellai reinkommt, dann. Der kommt rein, ne? Nee, okay, Coco kommt rein. But that's fine for me. Weil wir kriegen jetzt nochmal Rocks. Okay, die Sache ist halt, Lantun ist relativ der obvious Switch in so. Warum auch nicht? Ne? Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er auf eine U-Turn geht. Wollen wir gottlos sein? Und auf deine U-Turn-Ruhr drücken? Weil, come on, Lantern ist so obvious als Switcher, der drückt niemals Elektroattacke. Der verliert doch zu viel Momentum. Nee, Alter, nee. Okay. Okay, dann drückt er jetzt... Was ist das für ein Coco? Kann er überhaupt irgendwas gegen Relaxo machen? Seien wir mal ehrlich. Was ist das für ein Coco? Ist der irgendwie Subtoxic Roost? Calm Mind. Oh, okay. Scald auf plus 1. Das heißt, Scald auf plus 2. Into Volt Switch. Auf plus 3. Ja, Siedewasser und dann Voltwechsel ist die Sache. Ja. Also es muss nicht sein, dass die Kombination bricht. Wir müssen jetzt ein bisschen hoffen.
Wir müssen jetzt ein bisschen hoffen. Siedewasser. Der erste bricht nicht. Aber dank Elektrofeld könnte der zweite jetzt brechen. Wir müssen jetzt ein bisschen drauf hoffen, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen jetzt ein bisschen drauf hoffen, dass der Voltwechsel jetzt reicht. Bitte, 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 komm. Ja! And I don't care. I really fucking don't care. Ich klicke Erdbeben. Also, nee. Nee. Ich predikte hier einen Scheiß. Ich predikte hier einen Scheiß. Also, auf gut Deutsch gesagt. Nee, 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 nee. Weil das würde mir, wenn er jetzt irgendwie einfach drin bleibt, das würde mir so, ich würde einfach verlieren. Nee, ich klicke einfach Earthquake. I don't give a fuck. I don't really give a fuck. I don't really give a fuck. Also, nee. Nee, 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 nee. Ja, geh raus, Alter. I don't care. Ruby, komm rein, Baby. I don't give a damn. I don't give a damn. Nö. Nö. Ist okay, weil jetzt kriegt der Rocks und Toxic Chip. Ja, 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 ja. Das ist natürlich die Frage. Können wir dann zur Alpha gehen? Weil auf den Sub können wir taunten. Also. Ja, drückt der, drückt der. Ich hätte auch einfach drin bleiben können, wäre auch witzig gewesen, aber dann wäre Vino gekommen, ne? Also, nee. Sache ist. Warte mal. Ja, der kann reinkommen. Ist jetzt die Sache. Wollen wir. Packt er das auf Dauer? Nee, wir können eigentlich schon hart in Landturm gehen. Das ist eigentlich egal. Drück mal wieder Scald einfach into Volt Switch. Passt schon. Dann Aguaf Berry. Es habt ja. Also ich hätte auch torten können, ist klar. Ne? Ist klar. Aber ich scroll jetzt einmal auf sein CM und dann. Wie switch ich wieder? Mit dem ersten brechen wir es halt nicht, aber mit dem zweiten dann. Oh, wir haben eine Hyrule bekommen. Geil. Oder? Haben wir das? Oh, nö. Nee, warte mal. Nee, Scald bricht immer. Scald bricht immer. Der braucht zwei. Der singt ihm. Ja, ist okay. Ja, wir haben die Lefties negiert. Perfekt. Ich sag es jetzt. Ich glaube, nach Rocks aktiviert sich unsere Beere, wa? Ja. Wir gehen einmal in El Brujo und dann mit den Rocks versuchen wir dann halt unsere 50% Beere zu aktivieren. Das ist jetzt so straight up unser Plan. Weil er wird jetzt einmal Dazzling drücken und ich glaube, auf Lex sollte das auch plus 1 nicht. Nee. Mm-mm. Gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Es macht uns. Nicht viel. Ja. Weil er wird jetzt nämlich einmal dazzeln. Und dazzle mal nazzle. Ja. Und dann. Auf den Rock sollte sich unsere 50% Beere aktivieren.
Also muss. Muss. Dann können wir nämlich einmal in Kelly gehen. Dann aktiviert sich unsere Beere. Mhm. Und er ist in seinem Sub. Okay, dann klicken wir jetzt nochmal Siedewasser. Und brechen den Sub. Ja. Ja, und jetzt müssen wir halt so lange Siedewasser drücken, bis er tot ist. Bis er, ja. Wir wollen ihm ja keinen weiteren Sub geben. Bis halt unser Landton dann tot ist. Und dann sollte eigentlich Crook sogar... Wie macht er mit Knockoff auf dem 22 bis 6? 27. Ja. Was ist denn das? 25, 27, 80, 29. Nee. Knapp um die... Warte mal. Was ist denn das? 50. 45, 40, 35, 30, 25. Ja, ich darf die Max, absolute Max. Ah, wobei wir wissen nicht mal, wie er investiert ist. Das heißt, fuck off, kein Quick Attack dann. Ich klicke Erdbeben. Für den Fall, dass er ihn irgendwie sacken möchte. Aber wir wissen zumindest, dass Quick Attack die... wobei, ich hab hier hastiges Wesen drin, ne? Ja, nee, dann wäre es auf jeden Fall nicht der Play gewesen. Auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Ja, nee, ich predikte nichts. Der ist mir zu gefährlich, ganz ehrlich. Also, nee. Da predikte ich wirklich nichts. Aber so langsam sieht... geh raus, ja. Ist mir egal. Was fein. Ich krieg jetzt Chip auf dem. War das ein Crit? Nee, der ist einfach spezialdefensiv oder so. Ich klicke weiter in Erdbeben. Also er kann raus, aber ist mir egal. Ich will jetzt nichts rein. Ich will keinen Chip fressen. Entweder ist er tot oder ja. Boah, imagine, ich hätte einfach. Na, okay, der Crit hat nicht gemeldet. Okay, wir haben Hariyama auf jeden Fall schon mal down. Und das ist gut für. I don't know, Chief. Aber was ist, wenn ich jetzt auf Yuxi drin bleibe? Weil der kann mir eigentlich nichts. Nee. Ich will ihm das Momentum nicht geben. Deswegen klicke ich einfach Erdbeben auf seinen U-Turn. Weil ich möchte ihm das Momentum nicht wirklich geben, auf Coco wieder zu gehen. Das ist halt so ein bisschen das Wichtige gerade. Eigentlich muss Vino kommen. Alles andere wäre komisch. Nee, ich wollte mal, wie gesagt, das... Moment. Okay. Warte mal. Du bist physisch defensiv, ne? Aber ich bin plus 1. Kann ich dich killen, wenn du irgendwie physisch defensiv bist oder so? Plus 1.
denn das? Hä? Oh, ich merke gerade, ich habe gar kein CC drauf. Wie geht denn das? Da war ich ja wieder ganz komisch unterwegs, du. Macht er mir großartig was? Kann er mich killen, wenn er physisch defensiv ist? Nö, ich EQ den einfach. Also kann er machen, so. Ich krieg halt Rocks und Toxic, ne? Mein Problem ist halt, ich will nicht, dass er das Momentum eigentlich kriegt, ne? Deswegen, das ist ein bisschen doof. Will ich eigentlich nicht. Ganz ehrlich, ich geh auf den. Also ich will nicht, dass er in Dings geht. In Coco. Ich glaube, nach Rocks sollte ich sogar es schaffen, den zu killen. Wenn ich ehrlich bin. Dabu Goko. Nee. Smitty? Wer ist Smitty? Ach, Vinu. Hi. Grüß dich, mein Freund. Was ist denn eigentlich mit dir? Was ist denn eigentlich mit dir? Weil du hast schon irgendwie gezeigt, dass du... Wie viel macht ein Bandits-Einheit was? Der Gigadrain macht halt unglaublich viel. Wenn er defensiv ist. Wenn er irgendwie nicht physisch defensiv ist, ist halt jetzt die Frage, ne? Macht der 65 bis 75? Was ist, wenn du voll Special Attack bist mit Gigadrain? Ich habe so viele Gigadrain-Switch-Ins. Eigentlich solltest du nicht Gigadrain drücken. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde das gerade zu witzig. Okay, wir gucken mal, wie viel Choice Bennett. Oh, das ist ja schon eigentlich ganz guter Schaden. Ja, er hat Panzer Aeron predicted. Ich spiel zu ballsy, es tut mir leid. was heißt, es tut mir leid, aber ich spiele schon extrem ballsy, ne? Aber ich gehe weiterhin auf den Zenheit-Bad, wenn ich ehrlich bin. Ich predicte nix mehr. Nee, aber es war halt... Also ich mach sehr gerne diese Gottlosen und das macht übel Spaß. Das war kein Crit, okay. Ja gut, damit haben wir Vinu besiegt. Damit, ja, Panzer Aeron war mir zu wichtig und ich habe halt bei... Was haben wir? Latios und Panzer Aeron und Theorie... Habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass der da großartig, ne? Jetzt kommt der wahrscheinlich auf die 50% Beere rein, ne? Ja. Frage ist jetzt, mein Problem ist halt, ich will ihn auf der U-Turn halt ungerne, dass er halt wieder in Coco geht. Das ist mein Problem. Deswegen, er wird halt U-Turn. Das ist halt das Problem. Kann ich... Nee. Das ist das Problem. Wie wichtig ist Pablo? Der ist weg, der ist weg. Eigentlich bin ich in einem... Nee, der ist weg und der ist weg. Eigentlich bin ich bald in der Position, dass ich nur noch EQ klicken muss, ne? Und das ist halt echt geil. Das heißt, Dalton ist auf jeden Fall kein Mon, was ich riskieren sollte. Panzer Aeron hingegen ist ein Mon, was halt wieder dazu einlädt. Ja, nee, ich klicke einfach Brave Bird auf den Sub, ganz ehrlich. Dann sacken wir als Garm. Dann ist es halt so. U-Turn, mein Darling. Ja. Tapu Koko, können wir dich irgendwie mit Brave Bird... Oh... Ja, das ist halt jetzt eine Roll, ne? Ah, oh, das ist ja sogar minus Death. Das ist ganz eklig jetzt. Das ist jetzt ganz eklig, ne? Das ist ganz, ganz eklig. Ganz, ganz eklig. Ich glaube, auf den Zap taunt ich einfach. Ja.
Der kann nichts haben. Das ist halt. Ist halt perfekt. Ganz ehrlich. T-Boulder einfach. T-Boulder einfach, ganz ehrlich. Dann ist Skarm halt tot, dann ist es halt so. Ich glaube, dann könnte ich sogar knocken, oder? Wir haben Haria. Nee, wir haben nicht Haria. Wir haben Silvelli und Dings weg. Ja, nee. Ah, gut, okay. Maxi predicted echt viel. Ich mache hier gerade die gottlos stumpfsten Plays aller Zeiten, Mann. Also ist mir eigentlich schon fast unangenehm, seine Sicht da später zu sehen. Ich mache die gottlosesten Plays gerade. Das ist halt unglaublich, ne? Ist gerade unglaublich. Wir haben Coco weg. Wir haben Coco weg, wir haben Vino weg. Wir haben, ich glaube, Silvelli weg. Ja. Ab einem gewissen Zeitpunkt Diego, ja, das ist jetzt sein Volverock. Das ist sein Volverock. Ich glaube, ich verhöhne den. Weil ich glaube, mehr als ein Schwertanz möchte ich den nicht rauskriegen lassen. Weil wenn er auf plus 6 geht, kann er mit der Cellrock auch Crocodile, glaube ich, finishen. Ich glaube, plus 2 reicht noch nicht. Lycanroc Dusky Musky. Plus 2 ist Cellrock. Ja, plus 2 reicht nicht. Er muss auf plus 6 gehen, glaube ich. Plus 4, ja, plus 4 sieht schon sogar eher danach aus. Nee, ich muss den einfach verhöhnen. Crunch killt nicht. Knock-off hingegen auch nicht. Junge. I'm on the edge of glory. Oh, okay. Der hat nicht gereicht. Ja, ich wollte ihn nicht weiter auf Dings kommen lassen, wie gesagt. Ja, ich rooste einfach. Okay. Ja, es ist halt immer Dalton, ne? Und Dalton klickt jetzt an der Stelle. Erdbeben. Wie oft muss er denn noch in Rocks reinkommen? Volvrock muss, glaube ich, noch einmal auf Rocks reinkommen, weil er ist bei 75%. Fehlt er nach Rocks? Ja, der muss nur einmal auf Rocks reinkommen. Oder wir klicken halt einmal eine Quick Attack. Oder reichen die Rocks? Ich glaube, die Rocks reichen tatsächlich. Ich glaube, ich muss aber Nahkampf. Nee, ich habe ja gar keinen Nahkampf. Lol. Dann. Vergewissern wir uns dann einfach mit Ruckzucki. Ich glaube, wenn er jetzt Schwertanz klickt. Ja, wir vergewissern uns. Ja, jetzt ist er in Range. Schlagbohrer. Okay. Sollte uns hoffentlich killen, weil ein Schwertanz wäre jetzt ein bisschen doof gewesen sonst. Jetzt können wir Abschlag drücken. Das ist die Frage, Hariyama. Ja, jetzt können wir Abschlag drücken. Jetzt könnte sogar unser Moxie-Boy hier gewinnen. Er geht in Hariyama. Nee, Ruby.
Okay, wir haben ein Moxie. Aber wir gewinnen jetzt auch mit Erdbeben, ne? Wir gewinnen. Warte mal. Ariyama, das müssen wir jetzt echt kalken. Hallo. Plus 1. Nee, ich glaube, das. Nee, 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 nee. Ach, der hat Kariyama ja gar nicht mehr. Warte mal. Silvelli. Mach. Ja, kalken wir das bitte mal. 252. Ja, nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Frustration, okay. We have to keep him low. Nee, müssen wir nicht. Wir klicken einfach Psychic. Das ist Psychic, ist immer unser Play. Gut, dann doch gegen Ende nochmal ein bisschen knapp. Aber ich habe auch echt gottlose Plays gezogen. Also was heißt Gott? Ja, ich habe halt echt sehr risky Plays gezogen. Ja. Ja, wir müssen den Low halten. Oh, Spedef Drop. Jetzt sollte eigentlich Krupp gewinnen sogar, oder? Weil ich klicke dann einfach. Ja, ich klicke einfach Psychic. Außer Excel Rock crittet mich aus irgendwelchen Gründen. Das sind mir auch so eine Sache. Aber jetzt gewinnt nämlich Moxie EQ. Ja, wir klicken Surfer. Ist überhaupt Surfer stärker? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Was er nicht weiß, oder vielleicht weiß er es eigentlich, durch den Damage kann er es wissen, dass wir voll HP sind. Oh, okay, versucht es. Aber warte mal, der ist, wir sind modest. Könnte er theoretisch gewinnen, wenn er das jetzt leben sollte? Nee, tut er nicht. Okay. Okay. Damit sollten wir das tatsächlich sogar gewonnen haben. Ja. Jetzt kommt der rein. Wir müssen jetzt irgendwie nicht großartig auf irgendwelche Differenzen spielen. Ich krieg jetzt einfach Psychic, wenn er nicht killt, wenn... GG! Damit, hey, damit haben wir unsere letzten drei Kämpfe sogar gewonnen, oder? Also wir haben jetzt, wir stehen jetzt 4-3 tatsächlich. Ich muss aber auch echt sagen, da waren Plays, die waren schon fraglich von meiner Seite aus. Ich gebe das zu. Also so, das Panzer-Eron, aber okay. Also, muss ich es halt mehrmals überlegen, ob er da halt wirklich jetzt Psyche klicken möchte, ne? Also Donnerblitz klicken möchte. Auf einen potenziellen Crook-Switch in. Aber Crook war mir nie... Also, Panzer-Eron war mir nie wichtig ab einem gewissen Zeitpunkt. Das muss ich halt dazu sagen, ne? Und ich dachte mir halt, dass der Panzer-Eron-Zack nicht so schlimm ist, wie unnötig Chip of Relaxo zu fressen, der vor allem Sleep-Talk drücken muss. Der vor allem Sleep Talk drücken muss, um irgendwie was gegen Coco zu machen, der dann irgendwann Zap aufkriegt. Ich dann halt, wie gesagt, hoffen muss, dass ich da irgendwie durchkomme. Deswegen, also dieses auf Sleep Talk relyen, dass ich da Rückkehr kriege, um den Zap zu brechen auf einem gewissen Zeitpunkt, das wollte ich nicht.
Und Panzer Eron war mir halt, wie gesagt, gar nicht mehr wichtig ab einem gewissen Zeitpunkt. Deswegen bin ich da lieber auf den Brave Bird gegangen. Wenn er auf den Donnerblitz geht, geht er auf den Donnerblitz. Und ich habe auch nie mit Crook predicten wollen. Das war auch so eine wichtige Sache, weil der Crook-Value war mir zu groß. Also wenn er da plötzlich mit Zauberschein drin bleibt, weil er denkt, ich würde jetzt das Juxi predicten, das war es mir nicht wert. Hat auch dementsprechend ganz gut funktioniert. Die Quick Attack war halt dafür da, falls er ein bisschen viel KP hat, ne, gegen Wolverock jetzt in dem Moment. Da war aber schon noch ein paar andere riskante Plays, glaube ich, und die ich mich jetzt gerade auf Anhieb nicht erinnere. Aber das war jetzt die... Okay, doch, das Vino. Das Vino. Das Vino mit seinem Headbutt. Aber man muss sagen, ich hatte mit Panzer Eron theoretisch die Möglichkeit, da immer reinzugehen, ne? Und ich habe da halt so ein bisschen mitgespielt. Also das wichtigste Mann war eigentlich Crook, das durfte ich halt nie riskieren. Und Latios war auch so eine Absicherung nochmal, wenn ich da einen Ruheort rauskriege. Relaxo kann nochmal setupen. Deswegen war ich riskanter mit Panzer Eron und mit Terratium. Falls er Gigasauger hat, ist natürlich ein bisschen doof für mich dann. Aber ist dann halt so. Aber ich krieg zumindest so viel Chip, dass das Vino low ist. Und ich kriege safe Latios raus. Und sobald Latios safe drin ist, hat er halt wieder ein relatives Problem, muss man sagen. Kassiert zu viel Chip. Psychic mit dem Toxic Chip, mit dem Rocks Chip auf Juxi ist halt auch dann irgendwann blöd für ihn, weil dann Crook irgendwann mit Erdbeben gewinnen könnte. Kommt drauf an, wie low Vino ist und wie viele Moxie Boosts ich kriege. Es war halt so ein Spiel, ne? Also Terra und Panzer Eron waren mir halt, wie gesagt, dann dementsprechend nicht wichtig. Ne? Und dann schon mal sowieso da, um Coco zu checken, im 1 gegen 1 dann halt zu verlieren. Nur um mal zu erklären, warum ich an manchen Turns so hart riskant gespielt habe. Weil halt Crook und Latios mir die wichtigsten Mons waren und Lex halt im Zweifelsfall immer noch gewinnen kann. Ja, das war's auf jeden Fall gegen Maxi. Das war's mir auf jeden Fall mit der PBA. Wir stehen 4-3, das heißt, wir sind vielleicht Fünfter, ich weiß nicht. Fünfter, Vierter, Fünfter, irgendwie sowas. Und dann würde ich sagen, schaut bei allen anderen Teilnehmern vorbei. Und dann würde ich sagen, habt noch schönen Mittag am Tag und ein nice Live. Macht's gut.